Weil die Clubkultur wird meiner Ansicht nach nicht mehr so funktionieren, dass man in Genres und in Brettern denkt, ich gehöre hierhin, ich gehöre hierhin. Wir können das nur zusammen schaffen. Also ein guter Club, finde ich, sollte auch musikalisch einiges zu bieten haben. Und dass die Kräfte sich hier nochmal zusammenschließen und sagen, wir brauchen tolle Festivals, wir brauchen einen tollen Club und tolle Clubs. Und die jungen, angehenden Musikerinnen und Musiker brauchen ja auch diese Vorbildfunktion, dass sie Bands überhaupt hören, die nationale, internationale Größen sind. Das heißt, man orientiert sich ja auch an Leuten, die besser sind. Und wenn man dann sozusagen immer nur untereinander jammt und spielt, dann blickt man nicht so nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und ich freue mich heute ganz besonders über einen musikalischen Gast, Oliver Strauch. Hallo. Hallo, Markus. Du bist geboren 1966 in Saarbrücken, Jazz-Schlagzeuger, Komponist und in der Lehre als Professor an der HFM für Jazz-Schlagzeug in Saarbrücken tätig. Das Drumset wurde in diesem Jahr zum Musikinstrument des Jahres gekürt, und zwar von den Landesmusikräten in Deutschland. Und du hast die Schirmherrschaft im Saarland dafür übernommen. Was ist eigentlich das Drumset? Das Drumset ist für mich das Instrument des 20. Jahrhunderts, weil es hat die Musikwelt revolutioniert. Und es ist ja entstanden eigentlich aus einer ganz interessanten Entwicklung, dass im Prinzip zum Beginn des letzten Jahrhunderts, dass man auch nach dem Ende des vorletzten Jahrhunderts, kann man sagen, dass die alten Instrumente, die da in den Läden standen, nach den Bürgerkriegen, ja, Konföderationskriegen, dass man die zusammengesammelt hat, und dann waren da Trommeln dabei, dann waren hier Becken dabei, und so hat sich das alles dann auch zusammengesetzt und zusammengestellt, und irgendwann in den Shows, in den Minstrel-Musicals waren das auf einmal, hat man gemerkt, das ist allerdings eine Art der Industrialisierung, man tut das alles zusammen und es spielt nur noch ein Mensch. Und dann war das der Schlagzeuger. Ja, also Geld gespart. Rationalisiert, ja. Wurde rationalisiert, und daraus ist das Tolles entstanden. Mhm. Aber wir haben so das Drumset im Kopf, dieses typische Setup mit einer Bassdrum, Snare, paar Toms und so weiter, aber ist ja durchaus mehr, wenn wir an Queen denken, die haben plötzlich mit dem Gong was gemacht, oder im Bereich Fusion, Bill Pulford, der plötzlich mit E-Drums dann noch rumgespielt hat. Also das Drum ist ja vielseitiger, als wir denken vielleicht. Ja, im Moment könnte man auch sagen, alles ist Rhythmus. Unsere ganze Zeit ist Rhythmus, viel stärker geprägt als Melodie, empfinde ich zurzeit. Also die ganze Pop-Szene, alles, was global Musik ist, ist der Groove ist fast das Entscheidende, so empfinde ich es auf jeden Fall. Mhm. Und Schlagzeug festzulegen auf einzelne Teile geht gar nicht mehr. Also ob das elektronische Musik ist, ob das im Prinzip kann man durch den Wald laufen und kann sich seine Schlaginstrumente bauen. Man kann die eigene Rhythmik fühlen, dass der Herzschlag, also das Schlagzeug, das Schlagwerk ist ein Kosmos eigentlich. Mhm. Und wie wir das klassische Schlagzeug noch kennen, aus der guten alten Zeit, das ist was ganz Tolles, aber es ist viel mehr als das. Jetzt seid ihr Jazzer ja ein bisschen experimentierfreudiger, so im Mainstream haben wir so oft so mit Vierviertel-Rhythmen zu tun. Manchmal bist du auch, glaube ich, auch im Bereich der Weltmusik auch so ein bisschen unterwegs, gibt es auch mal andere Rhythmen. Findest du, dass das ausreichend ist, oder kommt das zu wenig vor, deiner Meinung nach? Also ich finde es immer schön, wenn man eine Vielfalt hat von Dingen. Also wenn das alles so eindimensional ist, finde ich das eigentlich langweilig. Aber ich glaube, es gibt ja auch im Rock und im Pop gibt es ja Bands, die also unglaublich diese Odd Meter, die also ungerade Metren unglaublich miteinander verbinden. Mhm. Und ich glaube, dass also die ganze Musikwelt, ich würde es jetzt ungern unterteilen in Pop, Jazz und Rock, dass da schon sehr, sehr viel passiert. Was man dann zu hören bekommt, das ist immer die Frage, ne? Im normalen Radio. Es wäre schön, ein bisschen mehr Abwechslung zu hören. Aber dem Jazz liegt es nahe, dass das Schlagzeug sehr früh ein solistisches Instrument war. Mhm. Und der Schlagzeuger ist, oder die Schlagzeugerin, ist ein wichtiger Bestandteil der Band und nicht nur ein Begleitinstrument. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, auch Melodien unterstützen können unter Umständen. Fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne nochmal bei dir an. Wie bist du denn überhaupt zum Schlagzeugspielen gekommen? Und was haben deine Eltern und vor allem die Nachbarn gesagt? Gute Frage. Also meine Eltern haben sich gar nicht so gewehrt, weil mein Vater hat selber ein bisschen Schlagzeug gespielt, war Lehrer an der Marienschule in Saarbrücken, und da gab es dann immer so Gottesdienst, und hat er auch begleitet so ein bisschen.
Aber mein Impuls war eigentlich die erste Schulband. Das ist so der Klassiker. Mhm. Ja, so mit 11, 12, da ist ein Drummer ausgestiegen und das war damals eine Beatles-Coverband wirklich. The Sharks. Mhm. The Sharks hieß die Band und ich bin eingesprungen und dann haben wir sozusagen, dann habe ich einfach auch da gab es dann FC Lewis hieß das. Das ist, ja. Der Arthur Knopp ist das heute. Ne? Ja. Und da gab es dann ein rotes Luxor. Das war sehr, sehr günstig und da habe ich auch gebohrt, bis ich das bekommen habe. Habe dann geübt, habe Unterricht bekommen von einem sehr guten Schlagzeuglehrer hier, Christian Lauer, war ich sehr froh. Der hat damals Rockjazz hier gespielt. Also das war schon alles sehr, sehr, sehr toll. Mhm. Zum Bezug auf den Lärm, irgendwann stand eine Nachbarin vor der Tür, eine ältere Dame von gegenüber mit einer Geige in der Hand. Und sie hat mich gebeten, ob ich nicht das Instrument tauschen würde. Sie würde mir diese Geige schenken. Ich habe es nicht angenommen. Wer weiß, vielleicht war es Stradivari, die. Aber ja. Schicksalhafte Begegnung. Okay. Und warum bist du dann beim Schlagzeug geblieben? Bist nicht zur Geige? Also was hat für dich jetzt die Faszination tatsächlich ausgemacht? Ich habe eigentlich nur eins im Kopf gehabt. Meine Helden, Miles Davis, Coltrane, Sonny Rollins, ich habe das von morgens bis abends sehr früh gehört und habe nichts anderes im Kopf gehabt, als zu üben. Und meine Heroes nachzuspielen, das macht, glaube ich, jeder, der verrückt ist. Und ich war musikverrückt und hat mir auch sehr viel, mein Vater ist, also ich war 12, als mein Vater starb, ich glaube, es hat sehr viel, auch Kompensation, sehr viel Kraft gegeben in dieser Zeit, dass ich was für mich gefunden habe. Das wurde mir später klar. Und das war ein unglaubliches Freiheitsgefühl, dass einem etwas gehört, was nur mit einem selber zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, klar, die Kraft dieses Instruments und vielleicht auch ein bisschen der jugendliche, ich würde schon sagen, die jugendliche Arroganz, dass man denkt, man würde richtig toll schon spielen. Ne? Mhm. Und das ist was Cooles, war bestimmt auch dabei. Und hinterher merkt man natürlich, wie weit man eigentlich wirklich gewesen ist. Also ein bisschen Verrücktheit gehört dazu. Mhm. Ich finde das immer faszinierend, wenn sich junge Menschen für Jazz interessieren. Du hast eben gesagt, es ging los mit einer Beatles-Coverband. Warum bist du diesen Pfad nicht weitergegangen in Richtung Rock oder Pop? War das auch so eine Sache, dass du gesagt hast, ich unterscheide mich vielleicht von anderen und das ist dein Ding eher? Ja, es ist ja dann so, in der Schule gab es ja, wie du am besten weißt, gab ja die Metal-Fraktion und die Pop-Fraktion, also gerade 70er, 80er war ja sehr polarisierend auch noch. Es war ja nicht so, dass das einfach happy-go-lucky war, da wurden ja richtig Grabenkämpfe geführt. Und ich war da der völlige Außenseiter mit meinem Zeug. Und das fand ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich fand das cool, da konnte keiner mitreden. Und irgendwie hat man ja, das ist ja eine Musik, die kein Mensch verstanden hat, die viel zu kompliziert war. Und ich habe aber ganz viel in dieser Zeit Tanzmucken gespielt, ich habe in Kneipen gespielt, ich habe mein Geld sehr früh verdient mit Musik. Ich habe alles gespielt, was es so gibt. Und habe auch Schlager beklitten, alles, was da war, damit ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene. Also ich habe überhaupt keine Berührungsängste gehabt, weil diese Musik muss man richtig gut spielen. Und Musik, die einem nicht gefällt, muss man auch gut spielen können. Mhm. Ich habe da also überhaupt keinen Dünkel. Aber was ich wirklich wollte, war eigentlich improvisieren. Mhm. Okay. Du hast eben kurz schon deine Eltern erwähnt, deine Mutter war, wenn ich es richtig gesehen habe, Kunsterzieherin und dein Papa Lehrer, Karikaturist auch, ja. Glaube ich. Jetzt hast du eben gesagt, er hat auch ein bisschen Schlagzeug gespielt, aber zunächst ging es ja bei dir los mit einem Kunststudium. Ja. Obwohl du parallel schon musikalisch erfolgreich unterwegs warst, warum erst dieser Umweg? Ich habe mir es nicht eingestanden, dass es die Musik ist. Ich habe erstens sehr viel Respekt gehabt vor den Kollegen. Da gab es damals einen Jazzclub. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht noch dran erinnern, die Gießkanne. Und da war jeden Freitag waren Top-Bands, wirklich die besten Bands Deutschlands. Und es war wirklich was zu lernen und zu sehen. Und das waren schon, da habe ich schon gemerkt, das sind Vorbilder. Da wird es noch lange dauern, bis man überhaupt in die Nähe mal kommt. Und ich hatte auch in dieser Zeit natürlich Zeichnen und Malen war eine Passion. Und ich habe das auch ernst gemeint, aber als ich dann in Stuttgart, nach ein paar Semestern, habe ich gemerkt, ich habe in dieser selben Zeit auch sehr viele Konzerte schon gegeben und habe dann gemerkt, dieses ständige Alleinsein mit dem weißen Blatt Papier und dem Stift, das ist schon ein einsames Geschäft. Ich habe mich auch an meinen Vater erinnert, was der für Qualen durchgemacht hat. Das ist, in der Musik hat man immer dann die Kommunikation. Man kann mit Bandkollegen einfach nochmal quatschen, wie können wir es anders machen, wie können wir was verändern. Und das ist ganz alleine, das stelle ich mir jetzt auch als Schriftsteller vor, das ist ein hartes Geschäft und mir haben die Menschen gefehlt, im Endeffekt. Okay. Du hast gerade gesagt, eine Tournee mit
der Saxophonlegende Lee Konitz kam sozusagen, dann kam es dann endlich zum Studium, und zwar Jazz Percussion unter Janusz Stefanski am Musikinstitut in Königstein. Warum dann doch das Studium? Weil du warst ja schon musikalisch erfolgreich unterwegs und hättest dich auch bremsen können. Ich habe, mir haben ein paar Basics haben mir gefehlt. Ich habe auch hier ein Jungstudium gemacht in Saarbrücken, also Klassik. Und ich habe, es hat mich natürlich alles interessiert, aber so diese technischen Skills, da habe ich einfach wirklich Nachholbedarf gehabt, gerade am Set. Weil als ich anfing zu spielen, habe ich wirklich kleine Trommel gelernt, das ist also die Snare. Und dann hat man sehr viel Technik gelernt, was mir sehr viel geholfen hat später. Aber so richtig am Drumset, das ist schon was anderes. Und ich habe dann neben Janusz Stefanski, habe ich dann Private Lessons genommen bei vielen großen Schlagzeugern. Für mich war das immer das Größte, dass mir Leute von Angesicht zu Angesicht auch gesagt haben, daran musst du arbeiten und oder geh den Weg, den du glaubst zu gehen. Also hast quasi ab diesem Moment oder vielleicht auch schon vorher wirklich zielstrebig verfolgt, dich auch immer weiter zu verbessern. Ja. Und das war dann in dem Moment auch dann das Ding, wo du erkannt hast, das will ich machen. Ja, also es war dann auch zu spät, was anderes zu machen. Ich glaube, vielleicht sagt man es mal so, hinterher sieht man die Dinge ein bisschen anders. Ich glaube, war wahrscheinlich auch eine gewisse Art und Weise war ich in der Community unterwegs, man hat mich gebucht und das war dann ein Selbstläufer. Also ich habe dann so viel gespielt, dass ich einfach mir keine Gedanken mehr gemacht habe, was kommt noch in Frage. Hätte ich mir natürlich auch machen können, aber im Gegensatz zu vielen, die heute jetzt angefangen haben, in der Corona-Zeit zum Beispiel, ohne Konzerte, die jetzt 20 sind oder so, die fragen sich natürlich, was ist das mit meinem Leben? Und ich habe dadurch, dass ich gebucht wurde, habe gesagt, hey, ich kann davon leben. Mhm. Cool. Ja, es sind natürlich andere Zeiten heute. Ja. Würdest du es jemandem empfehlen, heute musikalische Karriere einzuschlagen? Das ist meine erste Frage, ist, wenn jemand studieren möchte hier, sage ich, willst du das unter allen Umständen, willst du Musik machen? Mhm. Unter allen Umständen ist das das, wofür du wirklich am meisten brennst. Mhm. Weil die Frage muss man sich erst beantworten. Und wenn man dann sagt, ne, es gibt noch schon ein paar andere Sachen, und dann würde ich ihm das nicht empfehlen, egal wie gut er spielt, weil es ist ein harter Weg. Ja. Und er wird auch hart bleiben. Und wenn man das denn nicht ausschließlich liebt, was man macht, wird es sehr, sehr schwer. Und das Niveau ist von, du hast es auch verfolgt, das Niveau ist so hoch. Also heute, was auf einem Level auch junge Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker spielen, das ist schon beeindruckend. Und dann sollte man auf jeden Fall die innere Energie mitbringen und sagen, ich investiere alles, was ich habe, nämlich meinen Tagesablauf, meinen Tagesrhythmus auch auf die Musik. Und was würdest du sagen, warum soll sich ein Schlagzeuger, wenn er anfängt, auch mit Jazz beschäftigen? Ich finde es gut, dass man über den Tellerrand schaut, dass man sagt, es gibt Dinge, die mag ich vielleicht nicht oder beim ersten Hören klingen die fremd, aber es erweitert immer den Horizont, sich mit Dingen zu befassen, die einem erstmal fremd vorkommen. Das glaube ich, bin ich ganz sicher. Und dann würde ich jedem empfehlen, guckt euch ein Jazz-Konzert an. Also hört euch nicht eine CD an oder auf Spotify, sondern geht, also das auch, aber geht zu einem Gig, geht eine kleine Jam-Session und erlebt, wie diese spontane, dieser Dialog oder Trialog in der Band ist. Weil es ist darüber hinaus entstehen da immer eine Menge Spielfreude und eine Menge Risikobereitschaft, finde ich, die auch, dass die meistens das Publikum auch anmacht. Also die erleben da was, was irgendwie nicht so geplant ist. Und ich glaube, das ist für jeden Musiker einfach auch ein Geschenk, das zu erleben, dass Leute miteinander etwas machen, wo man nicht weiß, wo man hinterher steht. Mhm. Toll eigentlich. 2007 hast du ein Medienkünstlerensemble, die Redner, gegründet. Da geht es um crossmediale Projekte. War das so eine Art Rückkehr zu deinem Kunststudium oder hat schon nochmal einen Kreis irgendwie geschlossen? Total. Ja. Aber damals war mir das nicht klar. Ja. Wieder mal. Ne? Ja. Aber mit Florian Penner zusammen, der dann Medienkünstler ist, haben wir dann, und der leider verstorben war, mein Freund Klaas Willicke, der damals auch Professor hier an der HFM war, ich hatte eigentlich die Idee, ich habe gesagt, ich möchte eine Rede von John F. Kennedy vertonen. Mhm. Und weil die Sprache, Rhythmus, da sind wir wieder am Anfang, das ist so der Duktus, wie jemand spricht, das ist schon musikalisch, finde ich, rhythmisch, erzählerisch. Und diese Art der Narration, habe ich gedacht, bringt man mit Video zusammen und mit Kunst, mit Tanz, mit Literatur. 2007 war das auch noch
relativ neu, sowas zu machen. Ich sag mal relativ. Also da gab's, da war nicht jede Theaterproduktion automatisch mit Video. Und wir haben das begonnen. Und ich wollte auch so einen Bruch in meinem Leben, dieses ständige nächster Gig und wieder irgendein Set, eine Club-Kellertreppe runterschleppen und die drei gleichen Getränkebons und die Gespräche hinterher. Das Spielen war immer gut, aber es muss noch was anderes geben, habe ich mir gedacht. Und das war etwas, was mich enorm bereichert hat und es war eine sehr glückliche Zeit, die Redner. Mhm. Ja, also wenn man sich so ein bisschen deine Bio anschaut, du hast wirklich eine unvergleichliche Karriere als Profimusiker hingelegt und heute zählst du mit unzähligen Produktionen, Kollaborationen mit Größen der Szene, nationalen, internationalen Auftritten und zahlreichen Preisen zu einem der profiliertesten Musikern, der Saarland hervorgebracht hat und wurdest sogar in der Drummers Directory als einer der besten Drummer ausgezeichnet. Was macht eigentlich einen guten Schlagzeuger aus? Zuhören. Ja? Das ist wie im Gespräch. Also wenn wir uns jetzt permanent ins Wort fallen, hätten wir keinen Dialog. Also ich glaube, natürlich über dieses Verständnis des Instruments, der Musik, das einen guten Schlagzeuger ausmacht, dass er seine Funktion in der Band erkennt. Fangen wir mal an. Ein Ringo Starr hat seine Funktion erkannt bei den Beatles und hat darüber hinaus einen Sound kreiert, den die ganze Welt kennt. Mhm. Also er hat was Individuelles gemacht und hat aber trotzdem seine Funktion erfüllt. Was sehr einfach klingt, also was er spielt, ne? Also um ja. Gottes Willen, genau. Und man weiß jetzt, wie viel Gedanken er sich über ein Fill-in bei Little Help from My Friends gemacht hat, wie er das geplant hat, wie er akribisch gearbeitet hat und welches Timing er auch vermittelt hat und ich glaube auch als soziale Figur. Also das ist so die eine Seite des Schlagzeugs und dann gibt es ganz komplexe Schlagzeuger wie in unserer Welt im Jazz, Jack the Jonette oder Tony Williams oder Elvin Jones, die schaffen etwas, was wie so eine Fahrt zum Mond, das wird das Schlagzeug komplett neu erfunden und es ist wie so ein Vulkan, der ausbricht und man kann sich nicht vorstellen, was hat ein Menschen dazu gebracht, so eine Inspiration in die Musik zu bringen, die so befreit und groß wird. Und das alles kann es sein, das Schlagzeug. Und am Ende geht es um die Musik, glaube ich. Also auf der Bühne muss nachher der Gesamteindruck, das ist meine Philosophie. Also ich möchte nicht aus dem Konzert gehen, nur über den Schlagzeuger sprechen. Mhm. Ich möchte eigentlich über die Band sprechen oder über das, was die Band rübergebracht hat. Ich glaube, dass ein guter Schlagzeuger erkennt, immer, egal wie er individuell drauf ist, er kennt immer, wie er in der Band klingen muss. Mhm. Das ist zumindest mal meine Philosophie. Da kann auch manchmal weniger mehr sein in dem Fall. Unbedingt, ja. Das verleitet immer, Technik verleiht auch immer das Overplaying, das ist ein großes Problem und das kenne ich nur zu gut, dass man an manchen Abenden, gerade wenn man viel spielt, hat man eigentlich die größte Krise, weil man das überspielt, das Pure, das Genaue und das Zurücknehmen. Das ist eine große Kunst. Ja. Eine Tournee, habe ich gesehen, hat dich auch durch Russland geführt. Und du kennst sicherlich auch russische Musiker. Ein Land, welches nicht nur im klassischen Bereich großartige Musik hervorgebracht hat, sondern hat auch in anderen Genres. Jetzt ist aktuell Russland wegen eines Krieges in den Schlagzeilen. Das hat dich offenbar sehr betroffen gemacht. Du hast im März eine Aktion 24 Stunden für den Frieden in der Ukraine organisiert, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Kannst du mal kurz beschreiben, was das war? Was für dich auch dazu geführt hat, genau. Ich war ziemlich oft in Russland gewesen. Über das Goethe-Institut habe ich dort getourt, in Moskau, in Sibirien. Und ich war in der Ukraine. Wir haben dort ein Friedensprojekt mit den Rednern gemacht, also Installationen am Maidan, die praktisch Betroffene und vom Krieg betroffene Menschen haben wir dort interviewt und haben Musik zusammen mit denen initiiert, also eigentlich 3 Jahre vor dieser Geschichte jetzt. Und ich war so unmittelbar betroffen, wie wir alle, glaube ich, von diesem entsetzlichen Krieg betroffen sind. Besonders auch, weil wir, glaube ich, aus der europäischen Geschichte uns eine ganz enge Nähe auch empfinden. Ich glaube, das macht auch den Unterschied aus, warum wir jetzt besonders betroffen sind. Und ich finde es auch legitim, weil vieles in der Welt ist schrecklich. Aber das geht uns, glaube ich, alle gerade besonders nah. Und die erste Idee war, mach etwas Unmittelbares, also 24 Stunden alleine Schlagzeug spielen in einem Raum in Saarbrücken und die Leute kommen und spenden.
für die Opfer in der Ukraine, um so einen physischen Prozess zu zeigen. Also wie ist das? 24 Stunden mit jemandem in einem Raum zu verbringen zum Beispiel. Das war so eine, die erste Idee ist ja immer, sollte man ja immer folgen, finde ich. Und ich habe das dann dem Heiner Buchen erzählt, der hier auch für die katholische Kirche sehr engagiert ist und der gesagt hat, lass uns das zusammen machen und ich würde vorschlagen, wir gehen in die Basilika in Saarbrücken und wie wäre es, wenn wir noch Musiker einladen? Und dann habe ich gesagt, ja, super Idee. Und dann war ich gerade in Paris unterwegs und habe dort innerhalb von 5-6 Stunden, glaube ich, 60-70 Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die alle zugesagt haben, Deutsche Radio, Philharmonie, Staatstheater, also aus der freien Szene, alle kamen, die musste man in Slots dann einordnen. Und ich bin ja auch ein Fußballfan, wie du vielleicht weißt, und also ein FC Saarbrücken-Fan genau genommen. Die Mannschaft des FC Saarbrücken kam dann auch noch. Ja. Also es war schon so, alle haben gesagt, das ist jetzt irgendwie genau die richtige Aktion für den Moment. Lass uns beisammen sein, 24 Stunden. Und wir haben aus der Ukraine und aus Russland haben wir Menschen gehabt, die Kindergeschichten vorgelesen haben oder aus Tagebüchern vorgelesen haben, korrespondierend mit den Menschen, die noch dort sind zurzeit. Ja, und nach den 24 Stunden waren wir alle sehr ergriffen von diesem gemeinsamen solidarischen Akt. Mhm. Ja, wir sitzen alle irgendwie davor wie das Kaninchen vor der Schlange. Was kann Musik oder so eine Aktion an so einer Stelle bewirken? Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte die Bedeutung von Musik nicht überschätzen, aber ich glaube, die Musik sollte nicht nur dazu dienen, dass wir uns in eine andere Welt bringen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber in so einem Fall kann Musik natürlich politisch sein. Also man kann ein Statement liefern, das finde ich wichtig. Ja. Mhm. Dann ist Musik über den Mehrwert von Musik an sich als ästhetisches und gesellschaftliches Phänomen, wird sie politisch. Künstler können sich bekennen. Das finde ich wichtig, dass Künstler sich klar bekennen, wo die Grenze ist, was man nicht mehr akzeptiert. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Kunst nicht über das Medium Musik sich artikuliert, sondern auch öffentlich zeigt und gesellschaftlich relevante Kommentare abliefert und sagt, da sind wir dagegen. Das finde ich wichtig. Und ansonsten sollte die Musik uns Trost spenden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen fatalistisch, aber dass man weiß, das ist etwas, was uns trägt und was uns hält. Hast du noch Kontakt zu russischen oder ukrainischen Musikern aktuell? Im Moment ist es so, dass nach Russland natürlich sehr viel abgebrochen ist. Mhm. Also die sind da selber in einer großen Identitätskrise. Mhm. Ne? Und man weiß auch nicht, was einen, wie eine Nachricht ankommt dort. Und es ist... Ich weiß, in der Ukraine ist es so, da ist ja auch eine sehr kleine und schöne Jazzszene in Kiew gerade, da habe ich gespielt im Jazzclub auch und ganz tolle, tolle Musiker auf sehr hohem Niveau. Die waren ja auch im Prinzip, werden die jetzt mittlerweile auch schon in Polen sein oder werden jetzt bald hier ankommen, weil es gibt dort, die dort sind jetzt sowieso mit der Waffe unterwegs, das ist einfach die Realität. Und es ist entsetzlich. Und auch an alle, wenn ich an die Künstlerinnen und Künstler dort denke, mit welchem Tiefpunkt ihres Lebens sie jetzt angelangt sind. Also das macht einen sprachlos. Mhm. Kommen wir nochmal zurück nach Saarbrücken. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, du lehrst auch Musik, Jazzmusik an der HFM. Hat das Lehren deinen Blick auf die Musik nochmal verändert eigentlich? Ja, natürlich. Also ich leite dort den Jazz-Studiengang, die Jazz-Studiengänge. Das heißt auch, dass ich den Überblick über dieses Department habe in seiner ganzen Geschichte. Und das ist ja auch etwas, was man, das ist ein ganz großer, wertvoller Schatz, den es hier in Saarbrücken und im Saarland gibt, dass wir dieses Jazz-Department haben an der Musikhochschule. Mhm. Weil so lange ist der Jazz noch nicht in den Hochschulen in Deutschland, muss man sagen. Und dass wir das gehalten haben und dass es bestehen bleibt und dass der nicht abgeschafft wird, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Mein Blick hat es deswegen geschärft, weil ich natürlich junge Studierende erlebe. Und im besten Fall geben die mir natürlich auch einen Kick als Musiker erstens, weil ich, wenn jemand wirklich hart arbeitet und übt und tolle Projekte hat, merkt man, man muss wach bleiben, man muss immer wieder sich in die Situation von jemand reindenken, der aus einer ganz anderen Generation kommt, der andere Musik hört, andere Vorbilder hat. Das hält mich oft in Kontakt eigentlich mit dem, was gerade aktuell passiert, im Jazz.
Ja. Aber das sind ja auch viele Leute, weil du es eben gesagt hast, die sehr viel in Crossover sind, die sehr viel Generationen, die aus dem Hip-Hop teilweise kommen, Generationen, die Sachen mehr zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, die Chance, dass eine Hochschule immer schauen muss, dass sie auch nach außen geht, dass sie die Straße nicht vergisst, dass die Hochschule kein hermetisch abgeschlossener Raum ist, sondern dass man mitbekommt, wie die Zeit funktioniert. Was eben die Gießkanne genannt, was ja expliziter Jazz-Veranstaltungsort war. Wie würdest du die Szene heute sehen? Gibt es genug Auftrittsmöglichkeiten? Es gibt viel zu wenig Auftrittsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben ein, das ist jetzt kulturpolitisch, aber wir haben im Saarland ein großes Problem, was Locations anbetrifft für Jazz. Mhm. Wir bräuchten dringend einen adäquaten Jazzclub, der professionell ausgerüstet ist. Ich glaube, du bist ja sehr engagiert. Wir reden jetzt eigentlich von der Clubkultur, könnte man sagen. Mhm. Weil die Clubkultur wird meiner Ansicht nach nicht mehr so funktionieren, dass man in Genres und in Brettern denkt, ich gehöre hierhin, ich gehöre hierhin. Wir können das nur zusammen schaffen. Also ein guter Club, finde ich, sollte auch musikalisch einiges zu bieten haben. Und dass die Kräfte sich hier nochmal zusammenschließen und sagen, wir brauchen tolle Festivals, wir brauchen einen tollen Club und tolle Clubs. Und die jungen, angehenden Musikerinnen und Musiker brauchen ja auch diese Vorbildfunktion, dass sie Bands überhaupt hören, die nationale, internationale Größen sind. Das heißt, man orientiert sich ja auch an Leuten, die besser sind. Und wenn man dann sozusagen immer nur untereinander jammt und spielt, dann blickt man nicht so nach oben. Mhm. Man kann ja nicht immer sagen, Leute, fahrt nach Frankfurt, nach Mannheim, nach Luxemburg, sondern man sollte auch mal sagen, nee, am nächsten Samstag ist diese Band in Saarbrücken und da gehen wir hin. Also das fehlt absolut. Und das war, da habe ich Glück gehabt, dass ich damals jeden Freitag praktisch 3 Sätze lang mich neben einen der internationalen besten Drummer setzen konnte und habe hingeguckt und habe gelernt fürs Leben. Mhm. Also das wünsche ich mir sehr für Saarbrücken. Ja. Verfolgst du das noch so ein bisschen mit deinen Alumni? Bleiben die hier oder gehen die aus genannten Gründen weg? Weil, also ich bin jetzt nicht in der Szene jetzt sehr bewandert, aber wenn ich jetzt an, mir fällt da Kevin Nasan ein oder die Annika Jonsson oder so, aber das war es dann schon. Gehen die weg aus dem Saarland? Also es gibt einige mehr, die wirklich eine beachtliche Karriere gemacht haben. Mhm. Dazu gehört auch der Michel Mais, also gerade aus Luxemburg, muss man sagen. Die sind sehr gerne nach Saarbrücken gekommen, weil hier in Luxemburg hat man einen sehr konservativen Zugang, sehr technisch betont, also einen sehr guten technisch betonten Zugang, also akademisch-technisch. Bei uns hier ist auch das Künstlerische spielt hier eine große Rolle. Und zum Beispiel Michel Mais macht eine internationale Karriere als Jazz-Drummer gerade. Natürlich, Kevin hat sich für Saarland entschieden. Und das ist auch gut so, weil wenn alle weggehen, das ist natürlich auch nicht gut für ein Land. Und er macht wertvolle Arbeit in Richtung Big Band. Und das ist auch ganz wichtig, so jemanden im Land zu halten. Es gibt einige, die in Berlin gelandet sind. Also alle meine Studierenden, die Schlagzeug studiert haben zum Beispiel, leben alle ausschließlich von der Musik, muss ich sagen. Und das ist schon was Besonderes. Dann gibt es aber auch manche, die gesagt haben, okay, ich mache den Spagat, möchte gerne in Richtung Produktion gehen, Richtung Studio. Das finde ich extrem wichtig, dass man den Leuten an die Hand gibt. Es gibt nicht nur dieses Elite-Denken, die im letzten 100 schaffen, sondern es ist einfach auch wichtig, vernetzt euch mit Video, vernetzt euch mit anderen Kunstformen, um zu sehen, dass die Welt heute, die so wahnsinnig komplex ist, Markus. Wir haben eine andere Welt kennengelernt, ne? Aber diese Welt heute ist wirklich komplex. Und dass man sagt, reagiert drauf und versucht, das kreativ zu bespielen. Ja? Und das ist sehr schwer, weil es verlangt schon sehr früh von einem jungen Menschen, sehr viele Prozesse nachvollziehen zu können. Mhm. Während wir zum Beispiel gesagt haben, ich kann jetzt mal üben. Mhm. Ja, ich kann jetzt mal üben und höre mir das raus und höre mir das an. Ich will nicht sagen, diese Zeiten sind vorbei, aber die Zeiten sind komplexer. Und ich würde jedem auch sagen, die Welt ist größer als nur zu sagen, ich will das machen, eine Richtung, nur Jazz. Das finde ich gut, finde ich toll. Aber wenn jemand andere Anknüpfungspunkte sieht, würde ich ihn immer unterstützen, zu sagen, versuch zu sehen, was da noch geht. Mhm. Haben Sie kurz eben angesprochen, kulturpolitisch, die Forderung, dass man irgendwann mal schaut, dass man das, dass man Spielstätten schafft und natürlich den Studiengang weiter erhält, ne? Das ist auch wichtig. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das wird dem Land gut stehen, Festival vielleicht? Ja, ich laboriere gerade an einer Idee für ein Jazzfestival im Saarland und ich weiß nicht, ob ich mir das antun soll, ehrlich gesagt, ne? Weil es ist, am Ende ist es so, du brauchst viel Geld. Mhm. Wenn du es machst, sagt man, wieso haben die
wieso haben nicht die andere Bands gespielt, ja? Mhm. Oder warum war die Location nicht richtig? Aber das schreckt mich alles nicht, weil es würde ich alles in Kauf nehmen. Das Entscheidende ist nur, dass ich glaube, so ein Festival, ein erkennbares Jazz-Festival würde dem Land extrem gut tun wieder. Mhm. Und zwar ein internationales. Mhm. Und das begrenzt ist auf 3 Tage oder 4 Tage Maximum. Also nicht ein Festival, das über Wochen, Monate geht. Etwas Erkennbares, etwas, was das Saarland einzigartig macht, nämlich Bands, die nicht am nächsten Tag in Mannheim spielen oder die durch ein Label durchs Land geschickt sind, sondern die darf man nur hier sehen. Und diese Kontakte bringe ich mit und dann brauche ich das Geld. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Menschen gewinnt, Freunde und Förderer, die sagen, es muss Menschen geben, die hier noch im Land was bewegen, damit junge Menschen hier bleiben. Und man darf nicht vergessen, dass wir für die nächsten Generationen diese Musik machen. Also wir brauchen junge Menschen, die dorthin kommen. Und dann muss man sehen, wie das Angebot auch ausgerichtet ist. Dass man die ältere Generation nochmal mit einfängt, die sagen, hey, früher sind wir in den Jazzclub gegangen und haben mal ein bisschen Geld dort gelassen, ne? Weil wir nämlich nicht nur ein Bier am Abend getrunken haben, sondern eine Flasche Cremant. Dass man die auch mitnimmt und dass wir schaffen, nochmal ein tolles internationales Festival in Saarbrücken zu haben. Mhm. Das ist mein Traum und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der in Erfüllung geht. Ja. Jetzt machen wir mal ein ganz großes Fass auf. Also es gab ja jetzt 2 Ministerfestivals, nenne ich sie mal, die nicht fortgesetzt wurden. Was müsste man anders machen, dass es funktioniert? Also ich glaube, dass auch wieder ein großes Thema, ein großes Fass, ja. Ich glaube, immer dann, wenn die Politik die Inhalte sozusagen zusammenfassen möchte und nicht den Rahmen setzt, haben wir ein Problem. Das Problem wird so sein, dass es den Anstrich eines politisch gewollten Festivals ist. Das heißt, es ist eigentlich nichts, was aus dem Kernbereich des Kreativen kommt. Und ich finde, Politik muss den Rahmen zur Verfügung stellen und nicht die Entscheidung treffen über ein Festival. Ein Festival verlangt auch eine künstlerische Leitung, die in der Zeit, in der sie ein Festival betreut, nicht angreifbar. Sie darf nicht angegriffen werden. Ja, sie muss Handlungsfreiheit haben, muss ganz klare, transparente Zahlen und Fakten der Politik liefern. Dann, aber es muss ganz klar sein, da wird nicht nochmal diskutiert. Und wenn dann solche Ausschreibungen sind, die praktisch juristisch solche Hürden haben, und am Ende kommt sowas raus, was wir jetzt erlebt haben, dann denke ich mir schon, das ist verdammt viel Geld, was da verbrannt wurde. Und das darf nicht nochmal passieren. Also das darf nicht nochmal passieren. Es war ein harter Schlag für die Szene hier, für das Image des Landes. War das katastrophal. Und man sollte das Menschen machen lassen, erstens, die was von verstehen. Und man sollte immer die Besten am besten ranlassen. Ne? Veranstaltungsleiter, Produktionsleiter, Marketing. Ja? Und am Ende muss die Politik sich da raushalten. Und ich glaube, das kann sie auch mit gutem Gewissen, weil im Prinzip haben wir, glaube ich, einige Modelle an Festivals hier, die ich für äußerst gelungen halte. Ich sage mal Perspektiv und Max Ophüls, die genau aus dem Impetus was machen, was es nur in Saarbrücken gibt oder nur im Saarland. Und die Leute kommen nicht her, weil sie einen Ableger von was sehen, sondern sie sehen das Original, nämlich ein junger deutscher Film, französisches Festival. Und das haben wir hier geschaffen. Und das ist ein Modell. Für mich. Okay. Gut, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ein Ding mitbringt. Hast du was dabei? Ich habe was dabei, okay. Aber ich habe es jetzt nicht in der Hand. Ja, ich müsste es. Wir können ruhig aufstehen, kein Problem. Ja. Gut, aber okay, dann nehme ich mal mit hier. Da hinten. Das ist ein Ding. Ich habe natürlich überlegt, was ich mitbringe, wie jeder Gast. Genau, hier. Jeder Gast bringt eine Sache mit, irgendwas, was ihn inspiriert. So. Das bedeutet, was haben wir hier? Musikschule, ne? Ja. Jetzt sind wir beim Thema. Und ich habe gedacht, was liegt denn bei mir zu Hause rum? Und das ist tatsächlich aus dieser Kinderzeit, Musikschulzeit. Und das ist natürlich ein Omen, diese 2 Becken. Ja. Wir haben vor Beginn des Gesprächs haben wir schon mal uns ein bisschen so als Warming-up unterhalten und haben über die Blockflötenklassen und so gesprochen. Mhm. Und hier waren es halt die 2 kleinen Becken. Und irgendwie sind die exemplarisch dann doch für mein Leben geworden. Und
Ich habe gedacht, das gehört irgendwie zu mir und deswegen habe ich es mitgebracht. Ja, okay. Und das war eins der ersten Instrumente, was du vielleicht in der Grundschule benutzt hast oder so? Ja, ich habe es aber irgendwann, hingen die schon so an Stühlen und so, weil ich eigentlich schon ein Schlagzeug nachgebaut habe. Ja. Weil das war mir irgendwie zu blöd die ganze Zeit. Soll ich mal spielen? Ja, gerne. Klingt gar nicht schlecht. Perfekt. Also, Oliver Strauch, vielen lieben Dank für das nette Gespräch und vielleicht kriegen wir ja einen Jazzclub, ein Festival und was auch immer du dir da wünschst für deine Szene. Vielen Dank für die Einladung, lieber Markus. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.